I got it! Okay, ich wusste ja, dass du ein Klempner und ein Held bist. Aber ein Arzt? Das geht doch jetzt wirklich zu weit. Ja, genau. Egal, wie geht es Yoshi denn jetzt? Kommt er wieder auf die Beine? Nein! Das ist gut. Gott sei Dank haben wir ihn rechtzeitig gefunden. Schätze, die einzigen Sachen, um die wir uns jetzt noch sorgen müssen, sind die restlichen Chaos Emeralds. Mario, komm schnell! Yoshi ist endlich aufgewacht! Schön, dass du aufgewacht bist, Yoshi. Wie fühlst du dich? Nein, Yoshi! Spar dir deine Kräfte! Du hast dich noch nicht vollständig erholt! Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich hätte euch von Anfang an von Mechasonic erzählen sollen. Nur weil ich mir so sicher war, die Emeralds vor ihm zu finden, habe ich unschuldige Leben in Gefahr gebracht. Tut mir leid, euch so hintergangen zu haben, Mario. Ich denke, es ist an der Zeit, euch nun unsere ganze Geschichte zu erzählen. Unser Heimatplanet heißt Mobius. Ein wundervoller, grüner und vor allem friedlicher Planet. Die meiste Zeit habe ich relaxed oder mit meinen Freunden gechillt. Ein ziemlich sorgloses Leben. Sorglos. Bis dieser machtgierige Dr. Eggman auf dem Bildschirm erschien. Seine Basis war eine riesige, schwebende Festung, welche im Orbit des Planeten umherkreiste. Er taufte sie auf den Namen Death Egg. Dort kreierte er seine wahnsinnigen Pläne, Mobius zu unterjochen, indem er alle Bewohner in Robotersklaven verwandelt. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, seine bescheuerten Pläne zu durchkreuzen. Wieder und wieder kämpften wir gegeneinander. Frustriert durch die Menge an Fehlschlägen, die er durch mich erlitt, versuchte Eggman seine Taktik zu ändern. Er erschuf Roboter, die mir glichen, in der Hoffnung, sie würden mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. Selbstverständlich waren aber auch die keine Herausforderung. Doch der Doktor war hartnäckig. Er erschuf weitere, verbesserte Roboterversionen, in der Hoffnung, dass mich einer von ihnen irgendwann schlagen würde. Ein Sonic-Roboter stach tatsächlich aus allen anderen hervor. Metal Sonic.
Ich konnte auch ihn locker besiegen. Doch dieser Roboter war anders als alle anderen. Er hatte einen starken Willen, forderte mich erneut heraus, noch stärker und noch schneller. Trotzdem hatte er keine Chance. Doch das hat sein Verlangen, mich zu schlagen, nur noch mehr gestärkt. Dann brach er eines Nachts in das Death Egg ein. Und ein Unheil folgte dem nächsten. Metal Sonic absorbierte alle seine Vorgänger, um sich in einen einzigen Superroboter zu verwandeln. Turbo Mecha Sonic. Was ist hier? Schnell fand Eggman heraus, was in seinem Labor vor sich ging, und sofort wollte er Mecha Sonic auch wegen seines Fehlverhaltens deaktivieren. Deaktivierungscode Alpha! Doch Mecha Sonic fühlte sich dermaßen stark, dass er keine Befehle mehr einer unterlegenen Person ausführen würde. Von da an unterlag er nicht länger Eggmans Kontrolle und war sein eigener Meister. Nichts konnte uns vor dem Tag bewahren, an dem das Death Egg auf Mobius stürzte. Die Kollision war auf dem ganzen Planeten zu spüren und der Himmel verdunkelte sich. Mecha Sonic hatte die Explosion irgendwie überlebt und blickte stolz auf das Massaker, das er verursachte. Dieser Anblick war aber noch nicht genug. Er dürstete nach noch mehr Macht, nach noch mehr Zerstörung, nach dem Unbesiegbaren. Doch dazu benötigt er die 7 Chaos Emeralds. Und um sie zu bekommen, vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Angefangen mit meinen Freunden. Mein bester Freund Tails war sein erstes Opfer. Gefolgt von Amy. Ja, nicht einmal Knuckles the Echidna konnte ihm entgegenstehen. Danach tötete er auch Cream und Cheese. Sie hatten alle nicht den Hauch einer Chance. Alles Leben wurde ausgelöscht und 6 der 7 Chaos Emeralds waren nun in Mechas Besitz. Den letzten Emerald hatte ich. Ohne jeden ersichtlichen Ausweg konfrontierte ich ihn und leistete mir mit ihm den härtesten Kampf meines ganzen Lebens. Doch trotz all meiner Anstrengungen war ich seiner unbändigen Macht einfach unterlegen. Bewegungslos geprügelt, konnte ich nur noch dabei zusehen, wie er seine schreckliche Transformation vollziehen wollte. Chaos? Doch dann mischte sich Shadow ein. Was soll das? Shadow benutzte seine erstaunlichste Fähigkeit, Chaos Control, um die Emeralds in eine andere Dimension zu teleportieren. Ohne Emeralds konnte Mecha seine Verwandlung nicht ausführen. Diese Tatsache plus Shadows und meine Kräfte gebündelt, das waren äußerst gute Voraussetzungen, Mecha Einhalt zu gebieten. Doch Mecha hatte andere Pläne. Er nutzte die Energie, die er bereits durch die Emeralds erhielt, und aktivierte selbst Chaos Control. So flog er den Emeralds hinterher in eure Welt und ließ uns hilflos zurück. Ohne Emeralds konnten wir ihm nicht hinterher. Also gingen wir zum kollidierten Death Egg. Und staunten nicht schlecht, als wir den Hauptkontrollraum mit allen gespeicherten Daten völlig intakt vorfanden. In Eggmans System fanden wir dann die Pläne für eine streng geheime Kapsel, die künstliche Chaos Emerald Energie nutzte, um Chaos Control zu aktivieren. Das war unsere Chance, auch in eure Welt zu gelangen. Also bauten wir diese Kapsel aus den zertrümmerten Teilen des Death Egg. Nachdem die Kapsel fertiggestellt war, nutzte Shadow sein Chaos Control, um uns in euer Pilzkönigreich zu teleportieren. Und den Rest der Geschichte kennt ihr ja bereits. Das ist ja so traurig.
Ja. Und handeln wir jetzt nicht schnell genug, ergeht es dem Pilzkönigreich genauso wie Mobius. Kriegt Mecca alle 7 Chaos Emeralds in seine Hände, ist alles vorbei. Also Jungs, helft ihr uns bei unserer Mission? Brothers. Ihr seid schon komische Vögel. Was zur Hölle war das? Grüßt euch, Mario und Luigi. Entschuldigt das Chaos. Mein neuer Poltergeist ist noch nicht ganz ausgereift. Oh, Professor Igat. Was machen Sie denn hier? In Todstadt macht die Neuigkeit über eine metallene Kreatur die Runde. Sie würde bei den Donutwiesen nach merkwürdigen Edelsteinen suchen. Chaos Emeralds heißen sie. Habe ich das richtig verstanden? Mecha Sonic. Wir haben schon genug Zeit mit Rumlabern verschwendet, Sonic. Wir gehen sofort. Sachte, sachte. Rennt nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe etwas erfunden, das euch bei eurer Suche behilflich sein wird. Aufgepasst. Wow, das ist ein Gameboy. Haha, das ist nicht einfach nur ein Gameboy. Das ist meine neueste Erfindung. Der GBC Chaos Signatur Eroisierer. Der Chaos Sigi Migi Eroi. Was? Bescheuerter Name. Spotte du nur. Doch solch ein Name kann nur von einem wahren Genius stammen. Doch ich schweife ab. Seht her, ich zeige euch nun, wie das Gerät funktioniert. Als ich gehört habe, dass ihr nach den Chaos Emeralds sucht, habe ich mich dran gesetzt, ein Radar zu bauen, der ihre einzigartige Energie orten kann. Damit findet ihr sie 0,nix. Wow, das ist ja geil. Damit finden wir die Emeralds ja im Handumdrehen. Aber Moment mal, laut dem Gerät befindet sich ein Emerald ja genau hier. Ganz genau. Wie hätte ich denn so ein Gerät bauen sollen, ohne vorher die Energie der Steine studiert zu haben? Ein Chaos Emerald! Korrekt! Er schlug mir gestern das Fenster meines Labors ein! Doch ich bin sehr fasziniert von diesem Stein! Macht es euch etwas aus, wenn ich ihn noch eine Weile behalte? Naja, also ich weiß ja nicht. Scheiß! Mario! Es ist so dunkel! Wer hat das Licht ausgemacht? Ein Chaos Emerald ist weg! Was? Sagt mir nicht, dass ihr Penner noch einen Chaos Emerald verloren habt! Hey, das ist nicht unsere Schuld! Mecha Sonic muss uns hierher gefolgt sein! Unglaublich! Ihr Vollidioten würdet sogar euren Kopf verlieren, wenn er nicht auf euren beschissenen Schultern festgewachsen wäre! Shadow, komm zurück! Ich hasse es, wenn er so drauf ist. Was ist das? Der Emerald bewegt sich nach Osten! Hey, das stimmt! Wenn wir uns beeilen, können wir ihn uns noch zurückholen. Ziehen wir ab! Viel Glück, Mario! Zeig dem Emerald-Dieb, wer hier der Boss ist! Yeah! Show me your moves! Luigi! Das Signal zeigt in diese Richtung. Sieht so aus, als hätten wir ihn eingeholt. Radikaler Job, Jungs. Diese Loser haben nicht mal mitbekommen, wie ihn geschah. War doch gar nichts, Dude. Habt ihr die Gesichter von den Pfeifen gesehen? Unbezahlbar. Das stimmt. Wo ist denn meine Kamera, wenn man sie mal braucht? Okay, Jungs. Jetzt müssen wir das Steinchen nur noch zum Boss bringen. Vielleicht gibt's ja eine Gehaltserhöhung für übergut gemachte Jobs.
Dude, heißt das irgendwie, wir werden bereits dafür bezahlt? Hä? Wer sind denn die Hohlbirnen? Alte Bekannte, ja? Naja, sieht nicht so aus, als sei ihnen aufgefallen, dass wir ihnen gefolgt sind. Lasst uns versuchen, an sie ranzuschleichen und den Überraschungseffekt zu nutzen. Ihr seid also die Penner, die uns den Emerald geklaut haben. Hä? Shadow, kommst du wohl her? Dude, was bist du denn für einer? Meine Identität geht dich einen Scheiß an, Panzerfresse! Gib mir den Emerald oder es knallt! Ach ja? Steht da vielleicht dein Name drauf, Dumpfbacke? Klasse gemacht, Shadow. Jetzt haben wir sie genau da, wo wir sie haben wollten. Halt's Maul. Wenn ihr euren Arsch nicht hochkriegt, muss ich eben handeln. Alter Schwede, du bist ja wirklich eine tolle Hilfe, Alter. Doch Shadow hat mit einer Sache immerhin recht. Her mit dem Emerald und niemand wird verletzt. Wow, Dude. Ihr Nullchecker habt keine Ahnung, wen ihr vor euch habt. Wir sind die coolsten der coolen. Kingbys Ninja-Krieger in Halbschalen. Gib uns den Song, Yellow! Kenny! Johnny! Nikki! Mikey! And we are... The Spirit Squad! Dude, das war der falsche Song! Okay, Jungs. Jetzt nochmal, aber richtig. Rack! Green! Yellow! Und zusammen sind wir... Diese kleinen Freaks können sich ihre Show sonst wohin stecken. Die werden aufgemischt. Shadow, warte! Okay, Jungs, macht ihn einen Kopf kürzer. Wow! Shadow, warte! Schalt deinen Gang zurück, okay? Du musst wirklich lernen, dich zu beherrschen. Der einzige Weg, sie zu schlagen, ist Teamwork. Von mir aus, Sonic. Geh mir bloß aus dem beschissenen Weg. Hey, du! Du da mit dem Schnurrbart! Ich kenn dich! Du bist der Punk, der vor ein paar Jahren unsere Festung gestürmt und den Sterngeist gerettet hat. Mario oder so. Das nenne ich mal einen Glückstreffer, Jungs. Nicht nur, dass wir den Boss das Steinchen bringen. Jetzt können wir uns ordentlich bei der Bandfratze revanchieren. Den zeigen wir es! Yeah! Yeah!
Scheiße, wir werden fertig gemacht, Jungs. So, wie sieht's aus, Jungs? Bereit, eure Niederlage einzugestehen? So schnell geben wir nicht auf. Wir haben noch ein paar Asse im Ärmel. Na los, Boss. Zeigen wir diesen Versagern unsere super Spezialtechnik. Was haben die Idioten denn jetzt vor? Ihre Spezialattacke? Alles klar, Punks. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Was war das? Das war abgefahren! Kein Plan, Bro. Aber ich wette, dieser Stein hat was damit zu tun. Ja, kein Wunder, dass die Loser den zurückhaben wollten. Diese Power ist echt heftig. Hey Jungs, seht mal! Ich habe mir den Radar des Schrittenkopfs geklaut. Mit dem Teil haben die uns bestimmt aufgespürt. Denkt ihr, was ich denke, Jungs? Und ob, diese Dinger sind eine Nummer zu krass für den Boss. Genau! Und haben wir alle zusammen, besiegen wir sogar die Stärksten der Stärksten! Jo, Mario! Danke für den Stein und den Radar, alles aus! Wir riechen uns, ihr Versager! Die Dinge verschlimmerten sich, als unseren Helden wieder ein Chaos Emerald gestohlen wurde! Auch den Radar haben sich die Koopa Bros geschnappt! Kommen unsere Helden nach dieser Niederlage wieder auf die Beine? Oder ist es endgültig vorbei? Findet es heraus in der nächsten Episode von Super Mario Bros. 3!